Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Im letzten Part sind wir wieder in Forli angekommen. Und dummerweise wurden die Orsi-Brüder, eine gemeine Bande von Auftragsmördern, beziehungsweise zwei Auftragsmörder, wurden von Bord von Rodrigo beauftragt, die Kinder von Katharina zu entführen. Ich würde fast mal behaupten, wir schleichen uns jetzt mal hier ein bisschen an den Turm ran. Weil ich keine Lust habe, schon wieder gegen 20 Wachen kämpfen zu müssen. Der Haupteingang ist versperrt. Aber hier können wir hoch. Und wir haben noch so viel Zeit. So, schnell, 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 bevor der uns entdeckt und die anderen zu Hilfe ruft. Jetzt haben wir schon so gut wie gewonnen. Apfel und die Karte oder dein Kind ist ein Krüppel. Weißt du, er brüllt hier rum. Glaubt ihr denn wirklich, dass Katharina ihn hört? Ich muss mal. Bitte, Herr. Ich mal muss ehrlich. Dringend. Lasst mich bitte gehen. Verdammt, Junge. Halt einfach die Klappe. So, du kommst auch her. Bis er das mitkriegt. Haben wir längst aufgeschlitzt. Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Und weg ist er. Einer der Orsi-Brüder ist schon mal Geschichte. Katharina war dumm, dich zu schicken. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? War es das wert? Mehr als du denkst. Der Maestro bekommt, was er will. Dank mir. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Requiescat in pace. Tod ist letztendlich trotzdem tot. So, mein Guter. Grazie, Messere. Okay, wenn wir schon mal hier oben sind, dann nehmen wir natürlich auch den Aussichtsturm mit. Geschenken Gaul und so, ne? Müsste der höchste Turm in Forli sein. Gucken wir gerade mal, ob es hier außenrum noch welche gibt. Es gibt tatsächlich noch welche und ich glaube, das sind gar nicht wenige. Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt mal. Wir haben ja in den letzten Parts nur Story vorangeballert. Dass wir uns jetzt mal ein bisschen an die Aussichtspunkte machen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ich glaube, es wird schon bald weitergehen und dann werden wir auch Forli wieder verlassen. Und bevor wir das tun, möchte ich hier wenigstens relativ alles gesammelt haben, was die... Ach komm! Jetzt verfolgen mich meine eigenen Leute oder was? Die Grünen gehören doch zu mir. Seid ihr vielleicht Penner, ey. So, schnell verstecken hier. Einmal nicht kämpfen. Na komm. Ich habe es ja leider in Venedig ein bisschen verpeilt, mir noch die letzten Aussichtspunkte mitzunehmen, bevor wir die Stadt verlassen. Aber keine Sorge, das heißt nicht, dass ich die mir nicht noch holen werde. Wir können da ja jederzeit hin zurück. Auch nicht schon wieder. Ist mir jetzt egal, bis die mich finden, bin ich über alle Berge. Wenn mein Pferd hier nicht einfach so stehen bleibt. Siehst du, hat geklappt. Und diese kleine Kirche hier. Na komm. Dankeschön. Holen wir uns hier noch gerade den Aussichtsturm. Der ist ja wirklich mal richtig klein. Mal gucken, ob sich hier vielleicht auch nur ein kleines Stück der Karte aufdeckt. Ja, wir sind ja hier auch nur in einem kleinen Abschnitt. In einem kleinen, in einem kleinen Ort, sag ich mal. So. Da haben wir die Mission. Das heißt, wir könnten theoretisch einfach hier die Straße weiter an den nächsten Aussichtspunkt. Jawohl, so machen wir das auch.
Und 230 Schritte sind mit dem Pferd wirklich schnell hinter uns gebracht. Ich kann hier nur leider keine Luftlinie laufen, da das Pferd natürlich nicht schwimmen kann. Meine Güte, normalerweise fällt das Pferd doch nicht so schnell um, nur weil man ein bisschen durch Leute läuft. Ja, vielleicht dürfen es nicht zu viele auf einem Haufen sein. Ja, tatsächlich. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert, dass ich mit dem Pferd wirklich hingefallen bin. Naja, ist ja egal. So. Den noch und dann müssten wir, glaube ich, schon in Folly alle haben. Ja, schade. Der ist trotzdem zu hoch. Da kommen wir auch mit dem Klettersprung nicht hoch. Müssen wir eben den regulären Weg nehmen. So, das hätten wir auch. Hinter uns ist auch schon der Rand der Welt. Kommen wir sowieso nicht mehr weiter. Dann gucken wir nochmal zur Sicherheit, ob wir hier alles haben. Okay, Folly ist soweit, was Nebentätigkeiten angeht, abgearbeitet. Denn wie gesagt, so Sachen wie diese Auftragsattentate oder Rennen werde ich nicht machen. Ich weiß einfach nicht, was ich davon habe, weil Geld brauche ich nun mal absolut nicht. Und aus welchem anderen Grund sollte man das denn dann machen? So, nehmen wir mal gerade wieder den kurzen Weg hier in die Stadt. Ja, wir haben schon wieder 24.000 Florinen im Safe. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal abholen werde, denn ich brauche kein Geld mehr. Höchstens, was ich mal kurz machen könnte, ist hier zum Kunsthändler zu gehen, wenn es hier einen gibt. Ja, da ist der nächste. Und gucken, ob der vielleicht Folly typische Gemälde hat. Dann werde ich meine Florin mal ein bisschen in Kunst investieren, weil für was anderes kann ich die Kohle jetzt eh nicht mehr rauspfeifen. Geburt der Venus. 14.800 Florinen mitgenommen. Jupiter und Io. 7.000 knapp. Ja, komm, kaufen wir uns alle. La Fornarina. 32 Florinen. Okay, warum auch nicht? Leder und der Schwan. Sag mal, das sind nur FSK 18 Bilder hier. Ja, noch eine. Die drei Grazien. Und Eva hört sich auch nicht gerade nach. Der Kunstzettel hier gefällt mir. Ein Vergnügen. Nur Bilder von Brüsten. Finde ich gut. Ja, da steigt auch mal direkt der Wert von Montericcioni, wenn wir uns laute Bilder mit Brüsten in die Villa hängen. So ein Blödsinn, ey. Was tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Oh nein. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Checo Orsi. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Checo Matt. Checo Orsi finden und eliminieren, um den Apfel zu erhalten. Was seid ihr denn eigentlich für Luschen? Ich bin ganz alleine hier draußen rumgelaufen und habe einen der Ossi-Brüder gekillt und Katharinas beide Kinder zurückgeholt. Und ihr schafft's nicht mal zu zweit. Ihr schafft's nicht mal zu zweit, da drin für Ordnung zu sorgen. Das ist echt ein bisschen jämmerlich, oder? Verschwindet, verschwindet, verschwindet. Ich muss mir den Typen holen. Na komm mal, du Herr, du kleiner Wichskopf. Donato, ich habe ihn aus den Augen verloren. Du kommst hier nicht durch, Stranzo. Oh nein, diese verdammten schnellen Wachen. Ich nehme jetzt das Pferd und verfolge ihn auf dem Pferd. Wenn ich es schaffe. Oh, der verdammt nochmal, verfickte Scheiße hier. Okay. Da hatten wir wohl ein bisschen Pech bei dieser. Heilige Scheiße bei dieser Verfolgungsjagd. Machen wir gerade nochmal. War jetzt ein Zusammenspiel aus
Unvermögen meinerseits und Ezio, der mal wieder wie ein Bekloppter sich einfach von der Wand stellt und was soll ich jetzt machen, denkt. Mal überlegen. Ich könnte auch probieren. Ich könnte theoretisch probieren, mich hier mich so anzuschleichen. Nein. Und ihn ein... Na, verdammt nochmal! Ah, das habe ich mit dem Wurfmesser bekommen. Ich wollte ihn zwar eigentlich nur lähmen, aber so ist auch gut. Hast du deine Beute wieder? Dankeschön. War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Welch üble Dinge länger als werden ihm. Aus Gier geboren. Requiescat in pace. Oh, verdammt. Der gute Ezio tötet mittlerweile auch schon, ohne mit der Wimper zu zucken. Oh nein. Wartet. Finger weg. Nicht. Wer seid ihr? Halt. Öffnet das nicht. Na toll. Und wieder ist der Apfel weg. Schöner Dachgarten. Ezio, Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Ganz schön Bart bekommen. Wachen hat euch in den Bergen gefunden. Gleich neben Kekko Orsis Leiche. Sieh, ich erinnere mich. Wartet, da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube, ihm fehlte ein Finger. Sieh, Katharina, ich muss weiter, sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes? Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Kodexseiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden. Aber die Gruft ohne die Karte? Niemals. Hört zu. Dann danke. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht. Und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Definitiv. Oh ja, das werdet ihr. Können wir nicht zum Abschied noch so ungefähr eine halbe Stunde bleiben? Ja, so eine Scheiße. Da sind wir den Apfel direkt wieder los. Und diesmal an irgendeinen, den wir nicht kennen. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo es hingeht. Das wollte ich nicht. Hier wollte ich gucken. Vor allem, wie lange lagen wir denn... Waren wir denn jetzt bitte bewusstlos, wenn wir so einen Bart haben? Weißt du was? Auch wenn du meine Wache bist, mehr oder weniger... Kannst mich mal. Wir müssen ja mindestens... Wir lagen bestimmt eine Woche, so lang wie unser Bart ist. Hätte man uns dann nicht vielleicht mal aus dieser Kleidung schälen können? Der hat die doch schon so lange an. Die muss doch irgendwann mal gereinigt werden. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass sich da immer noch drin wohlfühlt. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen... Hier, Kleinmalerei, aber... Naja. So, fahren wir mal wieder ausnahmsweise Boot, auch wenn ich das super hasse hier in diesem Spiel. Aber vielleicht kommen wir jetzt so wirklich am schnellsten voran. Und vorwärts. Ja, ich weiß, was diese Markierungen identifizieren. Ich nehme da schon absichtlich nicht dran teil. So, da haben wir das Kloster. Dann gucken wir doch mal, ob wir unseren Mönch hier finden.
weit vom Stamm. Die Abtei im Sumpfland der Romagna nach den Mönch in der, im schwarzen Umhang, der den Apfelstahl durchsuchen. Zum Glück sehe ich überhaupt keine Mönche mit dem schwarzen Umhang. Und warum ist es ein Sperrgebiet, wenn ich fragen darf? Da waren wir doch vorhin auch schon mal und haben uns so oben den Aussichtspunkt geholt. So, nur weit genug Abstand halten von den Wachen. Mit diesem Typ hier kann ich nämlich reden. War's genug, deinen planreinen Taten folgen zu lassen? Ey, komm schon. So. Friede sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Ja, ganz sicher. Und dann sicher. Haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo. Im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. Relativ. Ach, das war jetzt der Kollege hier, oder? Keine Ahnung. Nein, ich habe keinen Bock, jetzt gesucht zu werden. Bitte nicht. Schnell raus hier. Wir haben ja schon, was wir wollten. Also das benannte Kloster befindet sich wieder in Forli selbst. Heißt, wir dürfen den kompletten Weg nochmal zurückgehen. Ist aber nicht so schlimm. In Forli sind wir ja schnell wieder. Ich nehme hier rechts wieder den Geheimgang unter dem Tor durch. Dann geht er relativ flott. War jetzt ein bisschen sinnlos, ne? Erst Forli zu verlassen, um zum Kloster zu gehen. Um dann mit dem Mönch zu reden, der uns wieder nach Forli reinschickt in ein Kloster dort. Warum haben wir nicht direkt hier drin im Kloster angefangen? So. Für alle, die es nochmal interessiert, warum ich hier rechts diese Schiffe nicht mitnehme, obwohl die ja so glänzen. Ja, da ist ein Schatz drin, aber das sind zu 95% nicht mal 100 Florinen. Und dafür würde ich morgens nicht mal aufstehen. So, ganz kurz die Feder mitnehmen hier. Warte mal, war da oben auch noch? Da oben ist auch noch eine. Ja, aber die ist mir jetzt gerade egal. So. Da unten. Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Bleib da! Bitte, nein! Ich will nicht sterben! Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Ganz toll. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte. Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Girolamo Savonarola, ein dominikanischer Mönch aus Ferrara, der seinen Job sehr ernst nahm. Er sah die Exzesse seiner Zeit, wie die Reichen die Armen in den Dreck stampften, wie die Priester Ablässe ans Volk verkauften und wurde schließlich verrückt. Er nannte sich selbst ein Werkzeug Gottes, als er über Florenz kam. Seine Predigten versetzten einige Menschen in Ekstase. Er verlangte die Abschaffung jeglichen persönlichen Besitzes, ein Ende des Fortschritts, die Rückkehr nach Eden. Wissen wurde zum Feind. Und mit dem Edensplitter konnte er alles ausradieren. Bücher, Gemälde, Musikinstrumente. Er verbrannte alles im Fegefeuer der Eitelkeiten. Alles nahm seinen Lauf, als seine Legionen die Kontrolle übernahmen. Dann sank Florenz ins Dunkel.
Und genau das ist es, was uns jetzt erwarten wird. Unsere Reise führt uns letztendlich zurück nach Florenz. Dort werden wir zwar nicht das Finale erleben, aber sämtliche Sequenzen davor. Und dort wird es nicht mehr so sein, wie es einmal war. Florenz ist nicht mehr so, wie wir es in Erinnerung haben. Savonarola hat irgendwie die Kontrolle übernommen mit Hilfe des Edensplitters. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Geht klar. Und ihr seht richtig, 9 Jahre später. Nun gut. Aber bevor wir uns ins letzte Viertel dieses Spiels, verabschiede ich mich nun nochmal ganz herzlich von euch und hoffe, es hat euch gefallen. Verbleibe mit schönen Grüßen und hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Bis dahin, Leute, macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.